Du hast ihn doch schon ihm geschenkt, als du den Antrag gemacht hast. Nein, ich musste doch dieses scheiß Amulett kaufen. Oh, jetzt habe ich den Ring gar nicht in der Tasche. Ich denke, du machst Amulett oder Ring. Ich bin still. Es wird geheiratet. Wann liest du denn Louis? Als Lumina nach Pelikan kam, wusste niemand, ob sie in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Lumina wie jeder einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 19. Frühling Lumina und Sebastian zu vermählen. Nun, dann lasst uns mal anfangen. Lumina, Sebastian, als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zum Frau und Mann. Ich hab nicht mal Ja gesagt. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ihr habt vorher schon zueinander Ja gesagt. Anders kann man im Spiel keinen Sex haben, Donzi, deshalb. Pink Fluffy Lumida, Dancing in Stardew, in der Tat. Und ich hab Puschel da. Hallo Chris. Das Leben wird von jetzt an anders sein, aber die Zukunft sieht rosig aus. Oder blutrot, je nachdem, ne? Ich meine. Hallo Xan! Ob man Tage hat oder nicht. Hey, das meine ich dachte immer, ich wäre die einzige unromantische in meinem Stream, aber ihr seid ja noch schlimmer. Da kommt man alleine erst, was man sieht, so ein Kitsch. Glückwunsch, Lumi. Ja, ich hab geheiratet. Ich hab jetzt einen Schatz. Wo ist der denn? In deinem Haus. Du hast doch einen neuen Raum. Oh mein Gott, hallo Schatz. Er ist in der. Stimmt, ist der Mann jetzt bei dir in der Küche? Ja. Und kocht für dich und so? Das Geile ist aber, der hat einen Computertisch, also hier einen Zockertisch. Moment, das guck ich mal. Was ist denn das für eine romantische Ruhe? Ich meine, ich bin ja genauso, deswegen verstehe ich ihn ja, aber das Erste, was er mir nach der Hochzeit sagt, ist, ich werde heute einen Spaziergang machen, ich brauche ein wenig Zeit für mich selbst, ich sehe dich dann am Abend. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nur geheiratet haben, um zu ficken, weil das ansonsten nicht geht in Stardew Valley. Richtig. Lumi, ich muss dich öfter besuchen, der Raum hier drüben gefällt mir extrem. Von ihm? Joa. So mit Sofa und hier so ein Brettspieltisch und was zum Zocken. Umändern, damit der da das ist ganz geil. Nee, lass das doch, das Raumtrenner und so. Ach Mann, du hast keine Ahnung von Einrichtungen. Raumtrenner, ich liebe ihn doch. Ich will einen getrennten Raum mit ihm. Das ist ja auch geil. Ich habe gerade was abgeerntet bei Lumi auf der Terrasse. Da steht welkende Pflanze Müll. Sich zersetzendes organisches Material. Lumi, du hast Müll auf deiner Terrasse. Oh, sehr schön. Wer hat das denn da hingelegt? Und das Tolle ist, ich habe dich zuerst mit dem Namen meiner Katze angesprochen gerade. Kira, du hast Müll auf deiner Terrasse. Hm, what? Ach scheiße, ich habe so viel Spaß hier. Kaum ist Sebastian eingezogen, wirkt alles. Ich wollte eigentlich die Kiste noch verschieben. Zu viel Zeug, ey. Oh, ich hab ganz viel überlesen gerade. Ne, natürlich habe ich Puschel noch. Das ist unmöglich, Mann, der Küche ist ein Paradoxon, ja, ne? Chris, Puschel sitzt jetzt immer, aber das siehst du nicht, weil du bei Dota ja meistens nicht mehr da bist. Ich setze jetzt Puschel immer auf den Stuhl, wenn ich nicht da bin, weil ich mir einen Tee oder einen Kaffee mache. Lumi, ich hab dir geholfen beim Einrichten, jetzt ist der Raum perfekt. Da oben schon immer ein Motorrad stehen? Ist das eine Vogelscheuche? Welches Motorrad hat? Warum richtest du mir. Du richtest nicht meine Wohnung ein, weißt du mal. Ich hab dir geholfen. Welches Motorrad redest du? Da oben. Siehst du wieder irgendwie Halluzinationen? Hä? Was ist denn da oben? Vielleicht ist das auch von Sebastian. Das ist ja sein Motorrad, glaube ich. Aber das wird als Vogelscheuche deklariert. Hier, da oben. Ach so, nee, da hatten wir noch kein Motorrad stehen vorher. Dann ist das Sebastians Motorrad. Aber der kommt da gar nicht ran. Wie hat er das da hinten geschafft? Spiel. Oder hin teleportiert. Ja, das ist wie ein Zept da, genau. Erster Tag und er braucht direkt Zeit für sich. Ja, so ist es halt. Ich bin ja eine anstrengende Ehefrau. Also. Guten Abend, Chris. Herzlich willkommen. Und ja, Romantik ist ein Mausspiel. Hallo, Chris. Wir haben alles klar, Donzi. Viel Spaß noch. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Chris, willst du dann noch ein bisschen Auto-Chess mitspielen? Weil das, jetzt ist perfekt, jetzt können wir dort, wenn Felix nicht zu Besuch kommt, können das wir dort uns hinsetzen auf, und das andere Sofa ist von Sebastian. Deine Wohnung so lassen, wie sie ist und meine Wohnung so lassen, wie ich sie will, danke. Aber du kannst ihm doch nicht einfach den Raumteiler wegnehmen, der hat sie da extra hingepackt. Der war doch da auch nicht.
Mann, du machst mich scheckig. Das war alles so schön. Jetzt ist alles so scheiße. Wo ich war der denn? Ich mach dich gerne scheckig. Ich will nicht, dass du mit mir redest. Vor allem nicht, wenn ich angepisst bin. Lass meine Wohnung in Ruhe. Ganz ernst. Ja. Sieh ich aus. Chris, ich wollte wissen, ob du in einer Runde Auto-Chess mit uns mitspielen willst. Ich habe zwei Sachen umgestellt, sonst nichts. Ich habe den Lumino vorher hingestellt und ein Sofa reingestellt. Wo war der Lumino vorher? Neben dem anderen Lumino eigentlich. Ja, neben dem anderen Lumino. Aber der passt ja gar nicht mehr hin. Warum passt er dann? Der war dort halb vor der Wand. Weil dort einer eingezogen ist, also weil dort ein neuer Raum gekommen ist und das hat wahrscheinlich gebuggt. Ja, sehr schön. Dann hatte ich jetzt mehr Platz, dank Bens Umstellung passt nicht mehr hin. Ich danke dir vielmals. Bitteschön. Der passt nämlich nicht halt hier hin. Der stand in der Wand, das sah eh blöd aus. Weil bei mir sah es perfekt aus und ich hatte noch eine Reihe frei, um noch was hinzustellen. Jetzt sind zwei Reihen weg. Zwei Reihen sind weg. Lumi, das Kinderzimmer, dann hast du mehr Platz. Ja, das kommt ja sowieso. Alles klar, Chris. Aber jetzt sind zwei Reihen weg hier unten. Kaum ist sie verheiratet, wird sie stinkig zu uns. Toll. Ja, ich bin stinkig, wenn jemand in meiner Bude was umräumt, weil ich keinen Platz mehr finde. Ja. First World Problems, sich über Platzprobleme in einem PC-Spiel auf. Und Scheiß, guck dir das vorher an. Da war alles so schön und jetzt ist alles scheiße. Das war ein Lumino, der in der Wand stand. Das war nicht schön. Lumi, ich hab was dich ablenken wird. Das sah nur bei dir so aus. Nein, das sah bei dir genauso aus. Du weißt doch gar nicht, wie es bei mir aussah. Lumi, ich hab was dich ablenken wird. Hol Saat, komm nach unten und pflanz. Nerv mich nicht. Felix, schöne Grüße von Chris an dich. Ja, der Apfel war nicht vorher im Wohnzimmer. Danke, Chris. Und es ist kein Apfel, sondern ein Lumino. Der Apfel. Nice. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? Nee, das war nicht gemeint. Oh, jetzt habe ich mit Blumenkohl reingeschlungen. Oh. Schön den Blumenkohl wegfuttern. Schön den Blumenkohl wegfuttern. Warum steht denn hier noch eine. Steht denn eine Vogelscheuche übelst weit weg? Ja, das, hat das, Lumi nicht, das hat Lumi nicht. Ja, ich nenne ihn liebevoll Lumino, aber es ist ein Lumino, das ist ja auch toll. Relativ sicher, dass sie nicht hierhin gehört. Oh, ich stelle mich. Du sollst ernten und nicht futtern, Mann! Lässt man euch einmal die Aufgabe, weil man gerne seine Filterwochen verbringen möchte, aber nein. Da kommt nichts mehr in den Truhen an, das wird alles aufgegessen auf dem Feld. Ja, aber wer viel arbeitet, muss viel essen, ja? Ich bin Franz Gans. Oh. Was mache ich jetzt mit das Übel? Den hebe ich jetzt halt auf fürs Kinderzimmer. Ja. Kannst du erstmal ich habe meinen Lumino auch ins Kinderzimmer okay. Getan. Nein, das ist schon okay, ich krieg das schon hin. Du bist wieder angefressen. Lumi, ich kann dir noch ein bisschen was reinstellen, wenn du möchtest. Kommt Filterwochen eigentlich von Flittchen? Ja, eher von Nicht-Flittchen. Jetzt fangen Huni ich auch noch an. Ohne Scheiß, ich bin immer noch ein bisschen pisst, ja. Pisst? So. Auf Ben. So. Aber das finde ich jetzt ekelhaft. Also mich lasse ich nicht gerne anpissen. Squirten, gerade das hätte ich echt Squirten. Bock darauf. Nein, ich hätte gerade Bock darauf, ihn anzupissen. Das ist schon ein Unterschied. Squirten. Aber du hast gesagt, du bist angepisst. Also du hast dich anpissen lassen anscheinend. Was mir ja schon gerade gebaut hat. Wohnung verändert hat und nichts. Ich habe eine Sache da reingestellt und, ja, und da dafür woanders was hingestellt. Ja, weil das hat mein OCD getriggert. Das kann nicht vor der Wand stehen. Das war in der Wand. Ja, bei mir halt nicht. Das muss doch bei dir genau. Das steht bei dir genau an der gleichen Stelle, dann bei dir auch in der Wand. Bei mir war tatsächlich der Stand ganz normal an der Seite und da war sogar noch ein Platz frei bis zur Wand. Das war richtig gut. Das kann nicht sein. Es war nee, aber so. Das war vor dem Einzug von Sebastian. So. Ja, aber nach dem Einzug von Sebastian stand das in der Wand bei dir. Das kann nicht sein. Ich guck dir deinen Stream an. Mach das. So. Das war Golden Tower. Oh, ja. Nee, scheinbar nicht. Doch nicht. Xan zieht ihn nur auf. Golden Power? Ich kann nur White Power. Ja, Felix, frag mal nach Golden Power. Flower Power in dem Ach, Golden so, Shower. Nicht sagen. Das ist eine Errungenschaft bei My Summer Car. Alter, ich will gar nicht wissen, was du spielst. Ich will's nicht wissen. Das ist ein Auto-Zusammenbauspiel. Da musst du das Auto Mama, ich will hier raus. Die machen mir alle Angst. Die Errungenschaft zu kriegen, musst du in die Sauna pissen. Wie geht, ey. Ihr macht mir alle Angst. Wir vielleicht auch wieder zu schönen Themen kommen, Leute. Also ich fand die politische Diskussion besser. Wir dabei sind, aber ja. Ich fand die politische Diskussion tatsächlich deutlich besser vorher.
Aber ich glaube, das will keiner auf Twitch sehen. Die politische Diskussion über Artikel 13. Achso, die, ja, nee. My Summer Car ist genial. Ich bin schon overdosed mit dem Thema. Chris, ich kenne My Summer Car und ich, wie ich schon bemerkt habe, ich mag nicht solche Simulatoren. Deswegen ist das nicht so meins. Ich weiß es mal, mit, da man mit dem Trabi durch die ehemaligen Ostblockstaaten düdelt. Ne, mit dem Trabi nicht, das war ja Lurpa. Entschuldigung, nee, Jellobi oder so, stimmt, aber My Summer Car ist ja trotzdem sowas in einer ähnlichen Richtung, oder? Ja, russisch. Ja. Ja, okay. Also Ostblockstaaten, ja, aber ganz weit drüben. Jo, Chris. Also deswegen, da bin ich raus. Aber falls irgendjemand von euch nicht weiß, was er heute oder beziehungsweise morgen noch spielen soll, XCOM 2 ist gerade kostenlos überall zur Verfügung. Ach Gott. Auf, also auf Steam. Ich habe letztens Two Point Hospital mal angespielt, weil es ein gratis Wochenende hatte und hab's nach 20 Minuten wieder deinstalliert. Warum? Das soll ziemlich lustig sein. Nee, das ist, also mir war sterbenslangweilig und ich bin ja eigentlich auch einer, der gerne was macht. Aber das hat ziemlich gute Bewertungen. Ja, das hat mag jemand sein, heute schon das Hartholz geholt? Nee, aber kann ich gleich machen, ich bin eh hier unten. Ich bin schon auf Achso, unten, okay, dann beim Zauberer. Ich denke ich nochmal ein bisschen in die Mine. Bin auch X-Com, in der Mine. Genau, XCOM 2 ist nämlich richtig gut, wenn man Rundenstrategie mag, das muss man natürlich mögen. Wo bist du denn in der Mine? 85. Okay, das ist gut, weil ich würde nämlich Staubgeister machen in der 40. Ich will doch die Kiste fertig machen. Ich wollte nur sagen, XCOM 2 ist ein sehr, sehr gutes Spiel, wenn man Rundenstrategie mag. Und gerade ist es halt durch das Free-Wochenende erstes kostenlos spielbar. Da kann man mal kurz reingucken. Und wenn man dann merkt, okay, es gefällt mir wirklich, kann man sich das kaufen, weil es irgendwie das Hauptspiel 75% reduziert ist und die Erweiterung War of the Chosen, glaube ich, die Hälfte nur kostet. Ah, siehst du, es ist noch nicht ganz kostenlos gewesen. Ja, du kannst halt, oder du musst halt 24 Stunden durchsuchten, bis Montag früh um 10 hast du Zeit. Aber da kannst du es, glaube ich, nicht durchspielen in der Zeit, das ist halt ein sehr langes Spiel. Ja, dass er teuer Geld dafür bezahlt hat. Nee, das ist nur das Wochenende kostenlos und du kannst es derzeit nicht durchspielen, wenn du es vorher nicht gespielt hast. Also. Klappt das. Du schaffst es wirklich nicht, also die Hauptstory, denke ich, selbst wenn du alle Kämpfe perfekt machst, würde dich mindestens 50, 60 Stunden beschäftigen. Deswegen, du kriegst es nicht an dem Wochenende durch. Mhm. Ist wie das alte Alien. Nee, nicht wie das alte Alien, sondern wie heißt das? XCOM UFO Defense Force oder so hieß das früher. Wie machen wir das denn jetzt nachher mit Dota, Autochess, ja. Von mir aus können wir gerne noch eine Runde Autochess spielen. Ja, das war nicht die Frage, sondern den Zuschauern, die mitspielen sollen und sowas. Ob du jetzt willst du acht Leute in Discord haben oder willst du halt wir drei bleiben in Discord und der Rest macht einfach so mit. Wir können auch die Leute in Discord holen, dann ist halt mal eine Discord-Party. Ich hatte das letztens mit Discord gemacht, mir ist das egal. Leute im Discord? Okay, dann an meinen Stream, wer nachher eine Runde Autochess mitspielen will, der kann sich schon mal bei Bens Discord melden. Können auch in Lumis Discord gehen, den habe ich ja auch. Auch in meinen Discord, das ist, glaube ich, einfacher. Brauche ich noch eine Einladung. Ist, glaube ich, einfacher, weil mehr Leute von Lumi tendenziell dabei sein werden. Also bisher ist es einer. Und der will Dota spielen. Nee, es geht um Auto-Chess. Nee, ich spiele kein, genau, ich spiele kein Dota, ich spiele wirklich nur Auto-Chess. Ich spiele auch kein Dota, ich spiele wirklich nur Auto-Chess, wenn überhaupt. Ich bin LOL-Spieler und ich kann mich an die Dota-Clunkiness nicht gewöhnen. Da gibt es doch einen Xan. Einen Xan, der mitspielt. Einen bei mir. Bei mir hat sich niemand gemeldet. Ich habe es in meinem Discord geschrieben und ich glaube, da hat sich überhaupt niemand gemeldet. Okay, Chris ist auch nicht dabei. Nee, Chris hat schon geschrieben, dass er kein Auto-Chess spielt. Hat er bei mir auch schon geschrieben. Ich habe extra gefragt vorhin. Schade. Nur normales Chess hat er geschrieben, normales Schach spielt er. Ja, gut, das ist natürlich was anderes. Dreidimensionales Schachspiel. Nee, das ist Star Trek. Okay, dann sind wir zwei bei mir. Nee, ich meine das dreidimensionale Schachspiel von Sheldon. Das kommt aber aus Star Trek. Echt jetzt? Ja. Das 3D-Schach kommt aus Star Trek. Dota Disgusting. Die reden da drüber auch. Ah, Vogt, denn du wirst auch mitspielen, dann brauchst du den Discord. Na gut, dann ist es tatsächlich relativ ausgeglichen. Dann müssen wir nämlich jeweils zwei einladen, das ist dann relativ Wurst aktuell. Okay. Ich habe übrigens auch immer jetzt die seltsame Saat gekauft, oder seltene Saat gekauft. Da haben jetzt vier drin liegen. Chris? Warum jeweils zwei Personen einladen? Ja, wir müssen dich und Vogtländer einladen oder die zwei Leute von Lumi bei mir einladen. Na komm, dann noch einer aus meiner Crew, dann können wir zu mir gehen. Ach, Xeli hat sich auch gemeldet? Moment, habe ich das? Stimmt, Xeli hat in meinem Discord geschrieben, dann ist es doch einfacher, wenn er zu mir kommt. Dann ist es 2-2. Ja, nee, dann gehen wir zu Xeli. Hast du das bei dir unten im Discord stehen? Ich habe ein Ausrufezeichen Discord-Command in meinem Chat. Dann geht doch mal die Leute, die noch nicht beim Ben sind, mal bitte eben zu Ben. Du hast ja vor allen Dingen eine Verlinkung von deinem Discord. Ah, oder ich habe auch eine Verlinkung unter meinem Stream, dann habe ich da auch Dann müsst ihr zu Ben streamen. Zu
Event. Ausrufezeichen Multi bei den Lumi, glaube ich, immer noch. Dann ja, kommt er auch zu mir. Dann poste doch mal bitte irgendjemand den Link zu Bens Stream. Ich habe nämlich diesmal vergessen, den Multi-Twitch zu aktivieren. Oder ich mache es gleich selber. Ich leite mich ins Bett. Jetzt ist ja eh der Tag vorbei. Oder dann kann man auch direkt den Discord-Link, dann schicke ich dir ihn einfach posten. Dann poste nochmal bei mir. Ich bin nicht bei dir. Ich... Also Moment mal, dann gehe ich ins Bett. Weil ich wollte ja eh früh schlafen gehen, wegen Kind und so. Und dann poste ich den kurz bei dir. Warte mal, liegt da jetzt mein Schatz eigentlich? Müsste. Ja, mein Schatz liegt im Bett. Morgen hat Shane Geburtstag. Hm? Auto-Chess, awake it. Lumidats. Okay, Matze, einfach denn bei Bens Discord rein. Da ist mein Discord. Du bist dann gezogen zu uns. Irgendjemand fehlt noch, ne, Leute? Felix schläft noch nicht, oder? Ja, ich schlaf noch nicht. So, ich glaube, ich müsste, ja. 3D-Schach wurde im 19. Jahrhundert erfunden von einem Mathematiker und Schachspieler, okay. Das wusste ich nicht, guck mal. Bist du gerade bei mir oder kriegst du es auch in deinen gepostet? Nee, ich hab ja bei dir gerade den Discord-Invite-Link gepostet. Siehst du meinen Chat? Ich bin ja schon wieder weg, ich hab's nur gerade geguckt, ob der, ob der Link auch durchkam. Ich wollte dich nur ärgern. Wollen wir da jetzt gleich aufhören? Ja, aber drück bitte nochmal alle Ja, sonst... Jetzt wäre auch der Zeitpunkt, wo man normalerweise mit Stardew aufhört, weil wir haben jetzt geheiratet und alles. Warum geht ihr immer noch von Dota donnerstags aus? Stardew Valley ist schon seit einer halben Ewigkeit donnerstags immer 19:30. Ich glaube generell, weil bei dir jeder von Dota ausgeht und Stardew Valley vergisst. Dankeschön, Awakened. Erstmal was trinken. Tatsächlich ist das Oberteil eigentlich zu knapp, aber in dem Stream ist es genau richtig. Wieso? Schöner Ausschnitt oder was? Nee, es ist bei mir fast bauchfrei, weil ich das von einer Freundin bekommen habe, die sehr, sehr klein ist und die hat es unten abgeschnitten, dass es ihr nicht überhängt. Und deswegen ist es bei mir fast bauchfrei, wenn ich die Hose nicht relativ weit oben habe. Deswegen ist es für den Stream eigentlich ganz cool, aber so für den Alltag nicht so wirklich. Darfst du nur nicht aufstehen? Ja, ich habe ja die Hose sehr hochgezogen, deswegen sieht man es nicht. Denkst du? Weiß ich. Hallo, mein Schatz. Du denkst also, man sieht das nicht. Was? Du denkst also, man sieht das nicht. Jetzt habe ich vergessen, es richtig zu lesen. Er hat gerade gesagt, er muss unabhängig bleiben. Ja, deswegen ist Sebastian genau nach meinem Geschmack. Wir sind verheiratet, aber irgendwie auch nicht. Das ist super. Evelyn schickt mir einfach mal ein Baguette. Okay. Oh, ein Baguette? Das ist schon das zweite Baguette, das ich anscheinend kriege. Ha. Huh. Ich vermisse irgendwie die Mine. Geh doch rein. Letztes Mal habe ich kein einziges Mal. Ich muss ja hier Scheiße machen und so. Postinaken ernten. Ja, du. Wer hat die gepflanzt? Hm. Kannst du mir irgendwas mitteilen? Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch mal ein Neuer. Ich sehe, der Ben hat heute wieder so einen halben Clown gefrühstückt. Nee, ich habe keinen Clown gefrühstückt. Ich bin einfach nur direkt von Arbeit gekommen und konnte gerade so noch Abendbrot essen, tatsächlich. Oh, das ist ätzend sowas. Deswegen bin ich eventuell ein bisschen durch. Das ist schön, dann bin ich nicht die Einzige, die mal durch ist. Hä, aber... Naja. Wie, mein Inventar ist voll. Was habe ich denn alles dabei? Oh. Okay, also. Willst du einen tollen Fruchtsmoothie von Aldi? Ein Fruchtsmoothie? Traube, Litschi, Birne, Banane und andere Früchte. Mit anderen Worten, zu 90% Apfelsaft wahrscheinlich. Zu 90% alles drin, was gerade als Rest übrig war, würde ich behaupten. Traubensaft, Litschi-Mark, Birnenmark, Apfelmark erst an vierter Stelle. Oh, wow, Bananenmark und Zitronensaft. Das ist tatsächlich das drin, was draufsteht. Hä, hey, was soll das denn? Die sind ehrlich? Verarsche. Ja, das ist Wahnsinn. Das würde ich direkt 21% sagen. Apfelmark drin. Normalerweise sind dann irgendwie 80% Apfel und so 1% Litschi, 1% Birne oder irgendwie so. Wir haben eine Hasenpfote. Irgendjemand braucht doch die Hasenpfote noch, die Quest. Ich glaube Felix. Ich habe sie schon abgegeben für das Glück, ne? Für das Basic mehr Glück, ja. Mhm. Ja, vor allen Dingen und andere Früchte. Die und andere Früchte ist nur Apfel und Zitronensaft. Das sind andere Früchte. Nein, das sind andere Früchte. Ja. Mhm. Jetzt, boah, die Litschi schmeckt man richtig raus, wie geil. Komm mal nicht so. Du bist jemand, der Litschi mag? Sehr gut. Oh ja, sowas von. Auch frisch? Mhm. Sehr gut. Ja, vor allem frisch.
Ja, ich kenne Leute, die mögen Litschi oder mochten Litschi gar nicht. Also komplett nicht. Die möchten die nicht essen, trinken, was auch immer. Der Geschmack von dem blöd. Wobei ich nicht verstehe, warum, weil die schmeckt einfach nur süß. Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Kannst du den Satz nochmal wiederholen? Ich war gerade abgelenkt mit der Frage, die mir im Chat gestellt worden ist, und du hast parallel geredet und das war gerade zu viel. Kannst du es gerade nochmal bitte sagen? Dafür antworte ich auf dich zuerst. Ich habe gesagt, ich kenne oder kannte Leute, die Litschis nicht mochten und ich weiß nicht warum, weil der Geschmack ja einfach nur süß ist und die mochten den Geschmack nicht. Nee, also Litschis, ich finde, die haben schon einen Eigengeschmack, deswegen schmecken mir Litschis ja auch, wenn sie keinen Eigengeschmack nach Litschi hätten und nur süß wären, dann könnte ich ja auch Zucker lutschen. Ich esse auch löffelweise Zucker, also von daher. Oh, wow. Naja, gut. Jeden ich löffel auch Honig, also. Honig würde ich verstehen, aber Zucker? Ich hatte letztens Lust auf Süß, da habe ich Honig gelöffelt. Das ist okay, aber Zuckerlöffeln finde ich weird. Das habe ich früher mal gemacht, wo ich ganz verzweifelt war nach Schokolade und es keine gab, aber heute nicht mehr. Weil heute hast du immer Schokolade im Haus, oder was? Nee, heute bin ich schlauer. Es gibt nicht die Befriedigung von Schokolade und man hat trotzdem die Kalorien, also von daher kann man es auch lassen. Was für eine schöne Frage gab es in dem Chat und warum warst du davon abgelenkt? Mich wurde gefragt, wieso wird eigentlich nur ein Viewer angezeigt, obwohl viel mehr im Chat sind. Und dann war ich sehr irritiert, weil eigentlich nur Awakened schreibt und ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, dass mehr im Chat sind, weil eigentlich ist effektiv nur er hier. Wahrscheinlich, weil dort irgendwelche Bots noch drin sind, die Twitch aber schon als Bots erkannt hat. Ja, und aber vielleicht, okay, wenn du kannst auf dieses Symbol klicken, dass du siehst, wer alles im Chat ist. Genau. Aber vielleicht, ja. Aber vielleicht du kannst auch nur im Chat sein. Und zum Beispiel, wenn du den Stream mutest, dann wirst du nicht als Viewer nach einer kurzen Zeit angezeigt. Genau, aber nur wenn, aber Xan war die ganze Zeit und er ist ja kein Bot. Ja, vielleicht hat er mich gemutet und wird deswegen nicht angezeigt, da bin schon recht. Also, und hallo lieber Matze. Deswegen, wenn ihr Lurk-Unterstützung geben wollt, oben den Tab muten und nicht Twitch selber muten. Das hast du von mir. Nee, das habe ich von dem anderen. Das hab ich dir mal erklärt. Das habe ich von Charisma da. Dann habe ich es von dir schon wieder vergessen. Ja, wollte gerade sagen, habe ich von dir wieder vergessen. Ich habe dir das, glaube ich, ganz am Anfang im September oder so, irgendwann habe ich dir das mal erzählt, weil der Leo hatte es mir gesagt. Der andere Streamer, den ich ja auch kenne. Also kennen in Anführungsstrichen. Ja, dass du den nackt gesehen hast, wissen wir alle. What? Also ich möchte nicht böse sein, aber er hätte wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, wenn ich ihn nackt gesehen hätte, aber das hat nie stattgefunden. Das habt ihr euch so ausgemacht, dass es nie stattgefunden hat, was für euch peinlich war, ja? Ne, ich hatte ja eine Nicht-Einladung zu Silvester von ihm. Eine Nicht-Einladung? Mhm. Was soll das denn sein? Ich kann vorbeikommen, wenn ich möchte, aber er möchte mich auch nicht einladen, weil das komisch klingt. Irgendwie so war das. Er hat das ganz drollig formuliert. Und hast du die Nicht-Einladung wahrgenommen, dass du nicht gekommen bist? Richtig, ich bin nicht gekommen. Also zu ihm jetzt. Habe ich schon so gemacht, verstanden. Sehr gut. Ja, man kann Tabs schon. Genau. Beim Mute zählt der Few nicht. Ja, eine kurze Zeit schon, aber nicht ewig. Immer den, der fragt, Awakened. Nee, keine Ahnung. Alle meine Viewer. Ich krieg regelmäßig Nacktfotos geschickt, vor allen Dingen von Ben. Der würde es aber nie zugeben. Ich bin aber nicht so ein regelmäßiger Viewer. Du bist ein regelmäßiger Mitspieler, das reicht. Ich schicke dir nur Nacktfotos in meinem Jumpsuit, ja? Dann bist du aber nicht nackt. Ja, vielleicht sieht man ja trotzdem alles. Functionally nude. Ich habe heute kein Unterhöschen an. Wow. Functionally nude, sag ich ja. War aber gemütlich ist so, keine Ahnung. Eben wie es passt. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe heute auch kein Unterhöschen an, wirst du wahrscheinlich komisch vorkommen. Nein. Eben. Oh, naja, ich war auf Arbeit. Also. Ja. Weiß nicht, da könnte es schon komisch vorkommen, wenn dann einer sagt, ich bin direkt von der Arbeit gekommen, ich habe heute keine Unterhose an. Könnte sein, das Erste, was ich mache, ja, wenn ich nach Hause komme, ich gehe aufs Klo und während ich auf dem Klo sitze, ziehe ich mir meine Jeans aus und ziehe eine Gammelhose an und ziehe den BH aus. Deswegen liegt in meinem Bad auch ein Sammelsurium aus BHs und Jeans.
Siehst du, und ich habe die Jeans noch an. Aber ich habe auch nicht so ein Problem mit dem BH wahrscheinlich. Von daher ist das Umziehen bei mir nicht so wichtig. BH sind so unbequem. Braucht kein Mensch. Mit dem zieh doch keine an. Die. Ja, das geht auch wiederum nicht, weil dann boppelt das alles so rum und es ist noch unangenehmer. Das wird aber tatsächlich nach einer Zeit, wird das Bindegewebe ja fester und dann boppelt es nicht mehr so rum. Ich habe kein schlaffes Bindegewebe. Meine Brüste stehen mir eine 1. Trotzdem ist der Bindegewebe nicht daran, nicht daran gewöhnt, dass es das selber komplett tragen muss. Darum geht's doch. Nein, also ja, wappeln tun sie halt trotzdem. Ein Bauch wappelt auch, wenn du durch die Gegend läufst, wenn er dick ist. Es ist halt einfach so, Fettgewebe wappelt. So. Ja, aber die Muskulatur und die Haut passt sich dann trotzdem in der Zeit an, dass es nicht ganz so sehr wappelt. Mhm. Ja, kommt irgendwas ich hinter dir. Guck damit an, wie aufgeräumt du bist. Ich bin's nicht. So. Wieso bist du eigentlich nicht aufgeräumt, Lumi? Ich bin nicht aufgeräumt und meine Bude ist nicht aufgeräumt. Nichts ist aufgeräumt. Mein ganzes Leben besteht aus Chaos. Das glaube ich dir tatsächlich. Jetzt übrigens kommt hier ein Blobfisch gefangen. Der sieht ja ulkig aus. Ich? Oh, schon ewig, ja. Warum hast du nie was von dem erzählt? Der ist voll trollig. Oh, wow. Oh, das ist so ein Iridium-Viech. Kill das. Eins. Hm. Noch gesagt, kill das. Da kommt noch eins, das darfst du machen. Kategorie Dota, verdammte Scheiße. Ja, ich hab's noch nicht geändert. Dankeschön, Ernie und Bert. Ich ändere es gleich. Ernie und Bert? Ernie und Bert, wo zum Henker ist eigentlich mein Mod, wenn man ihn mal braucht? Wir haben die zweimal getötet bei mir. Wiki, du bist kein Mod. Hallo, mein Schatz. Wow. Ich fühle mich irgendwie immer peinlich berührt, wenn du das sagst, während ich dabei bin. An deinem Schatz? Ja! Wieso? Fühlst du dich angesprochen oder was? Nein, ich sag nur peinlich berührt. Ich fühle mich ja nicht angesprochen, weil das würde ich dir nicht zutrauen, aber das ist irgendwie komisch trotzdem. Dass ich einen Schatz hab, was willst du mir denn damit sagen? Keine Ahnung. Oh, der ist so. Ich hab den richtigen genommen. Er sagt, ich versuche mich immer noch auf den Tagesrhythmus auf dem Hof zu gewöhnen. Ich war immer bis 5 Uhr wach und hab dann manchmal bis 2 Uhr nachmittags geschlafen. Oh, mein Traummann. Komm, dein Bumsen. Traummann. Ja? So, und jetzt kann ich die Spiele. Eieieiei. So, oh, Report ist raus. Dankeschön. So muss das sein. Im Übrigen befinden wir uns hier auf Twitch und Stadio. Hier kann man niemanden reporten. Nicht so. Doch, man kann dich sehr wohl reporten. Das heißt auch nicht reporten, das heißt anders. Melden, bestimmt. Keine Ahnung. Auf Englisch ist das wohl reporten. Ja, ich weiß, aber es hat, glaube ich, nochmal einen anderen Begriff. Auf Englisch ist es wohl reporten. Also. Nein, Awakened, du bist nicht ganz so selbstmordgefährdet und fährst mit deinem Motorrad durch die Gegend, willst einsam sein. Du musst selbstmordgefährdeter werden, damit die Lumi dich mag. Merkst du was? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, okay, ich sage, dass ich den mag, der selbst. Okay. Ja, du hast es schon so ein bisschen gesagt durch die Blume. Ich habe direkt gesagt, dass du selbst. Oh nein. Durch die Blume hast du das gesagt. Stardew Valley, gib mir mal einen spritzigen Titel. Spritziger Titel? Mhm. Ja, das war mein spritziger Titel. Fertig. Das war dein spritziger Titel. Ja, spritziger Titel. Fertig. Na gut. Spritziger. Und wir machen hier spritzigen. Hier spritzigen Titel imaginieren. Okay. Imaginieren. Jetzt wird's aber noch. Ja, böses Thema Twitch in der Tat. Lumidota gibt's danach. Lumidoto, das klingt wie so eine Stadt. Treffen wir uns heute noch in Lumidoto. Bist du eine Stadt? Es wird spät. Dabei wollte ich doch nur meinen. Warum ist bei Felix eigentlich die Küche so leer? Dann bis später, Ernie und Bert. Das ist so, wenn ich Ernie und Bert sage, es klingt immer, als ob zwei Leute den Stream gucken würden, aber es ist eine Person. Du darfst ja jetzt aussuchen, Ernie oder Bert. Wenn du noch zuguckst, such dir was aus. Bis zum nächsten Mal. Trollt euch nicht gegenseitig, ihr Lieben.
Ich glaube nicht, dass Awakened das Böse gemeint hat. Hoffe ich mal. Bist du noch da, Ben? Ja. Oh, das kann ich nicht wegmachen, Lila. Ach, das ist doch kacke. Es ist 1 Uhr nachts, gell? Ja, ich weiß, aber ich bin gerade noch am Einrichten. Chillt euch. Ich will dich nicht haben. Meine Frau ist gar nicht zu Hause. Wo ist denn dieser, den ich das upgradet habe? Seitdem ich das Haus erweitert habe, ist die nicht mehr da. Aha. Bin ich wohl wieder solo? So schnell geht das. Großes Haus kaufen, Frau haut ab.